Die Leute, die jetzt wegen Mick fixen, please. Um wem? Meins? Deins? Okay. Der Run fängt jetzt an. Darf ich vorstellen, Caveman DCG, dessen Spezialität es ist, wirklich sich Spiele auszusuchen oder vor allen Dingen PS1-Spiele rauszusuchen, die relativ obskur sind. Und deshalb freue ich mich auch immer wieder, wenn er wieder einen Run bei GDQ zeigt, weil das ist dann immer wieder awesome. So, Run and Gun ist das jetzt, der Auftakt, weil danach kommt Contra. Ihr seht, das Spiel erinnert ein bisschen optisch an Metal Gear, beziehungsweise Gunstar Heroes. Gunstar Heroes ist ja auch für das Mega Drive herausgekommen, beziehungsweise war Mega Drive exklusiv. Und er hat als spielbare Figur Ruka ausgewählt. Das hat diverse Gründe. Zum Beispiel hat Ruka diesen Grappling Hook, den er halt benutzt, um über diese mobilen Tanks zu springen. Und sie hat eine Smart Bomb, die er im Laufe des Runs immer wieder einsetzen wird. Das ist der erste Miniboss und im Prinzip müssen nur drei. Und da wurde jetzt eben die Smart Bomb gezündet und ihr seht, wie effektiv die ist. Anscheinend hat die wohl gerade ein bisschen Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob es besser ist. Achso, du hast Probleme, nicht ich. Okay, ist in Ordnung. So, Gunner's Haven ist das hier Rapid Reload. Hier in Europa heißt es Rapid Reload, aber da die japanische Version gespielt wird, es gibt keine amerikanische Version, wird das jetzt halt als Gunner's Haven bezeichnet. Es gibt halt diverse Waffen und hauptsächlich wären halt 3 bis 4. Oh, da haben wir jetzt eben den Boost gesehen. Muss gleich nochmal drauf eingehen. Es gibt den Flammenwerfer, der im Boost-Modus halt blau dargestellt wird. Und es gibt diesen Streuschuss und es gibt noch einen anderen Schuss, wo ich dann nochmal drauf eingehen werde, wenn das dann soweit ist. So, das ist jetzt wieder so ein kleiner Miniboss. Einfach dranbleiben und Dauerfeuer. Und da ist der Boss down. Hast du auch mal so Momente, wo ich was sagen kann, oder holst du überhaupt mal Luft? Also wenn du was sagen willst, musst du mir Bescheid sagen. Aber ansonsten versuche ich halt so viel wie möglich nicht zu sagen. Also die Sache ist halt die... Ja, es ist alles sehr schnell. Es ist sehr schnell. Ich habe noch gar nicht erzählt, was diese Power-Anzeige bedeutet, beziehungsweise wieso eben auf einmal diese Flamme blau war. Die Feinde lassen immer wieder diese kleinen P-Sachen fallen. Und das P bedeutet, dass man halt diese Power aufladen kann, die halt immer wieder runterläuft. Damit kann man halt die Waffen verstärken. Und wenn man genug P eingesammelt hat, genug Power eingesammelt hat, dann ist man im Boost-Modus und kann halt diese... dadurch sind halt diese Waffen stärker. So, das ist jetzt der Endboss. Wir müssen zuerst diese Beine erledigen. Normalerweise ist es so, dass man sich auf ein Bein konzentriert, aber Caveman DCG konzentriert sich jetzt immer immer abwechselnd auf jeweils ein Bein. Und ja, jetzt sind die Beine soweit fertig und wir können uns auf den Boss konzentrieren. Immer wieder ausweichen. Und... okay, ja, das sieht gut aus. Da sind die Beine weg. Jetzt machen wir noch den Kopf fertig. Ja, wir haben ein kleines Delay. Und die Smart Bomb hat keinen Cooldown. Man hat als Spieler eine bestimmte Anzahl an Bomben, die man mit sich führen kann. Und je weiter man im Spiel läuft, desto mehr Bomben kann man halt aufsammeln. Okay. Ja. Wir sind jetzt in der zweiten Stage. Und ja. Halt Run-Gun-mäßig. Wir bleiben in Bewegung. Wir versuchen möglichst nicht stehen zu bleiben und Feinde in Bewegung abzuschießen. Okay, das sieht so in Ordnung aus. Katsuma, das ist für die PlayStation. Okay, das ist jetzt der Miniboss. Ist das Übliche.
Wir versuchen, das ist jetzt übrigens die dritte Waffe, diese Schlangenwaffe, wie ich sie nenne, diese Bubblegum. Wir versuchen, nah dran zu bleiben und ihn dadurch zu erledigen. Der Grund, wieso halt wir nah dran bleiben, ist, dass dadurch die Kugeln eine kürzere Distanz überwinden müssen und dementsprechend wir mehr Schüsse innerhalb von kurzer Zeit spammen können und dadurch auch der Boss mehr Schaden innerhalb von kurzer Zeit kassiert und dementsprechend sehr schnell down ist. Gotte Anbieterin Syst OPXD. Boxer, eventuell nochmal drüber lesen, was du eben geschrieben hast, weil das ergibt keinen Sinn. Und wenn Dark Devil irgendwas zu sagen hat, kann er ruhig mich unterbrechen. Übrigens, wir sehen jetzt unten links, unten rechts in der Ecke das B-Symbol, dass da die Bombe ist. Ich muss mich gerade um meinen Kater kümmern, der meint hier gerade meinen Randale zu machen, okay. Genau. Ja, wir haben jetzt übrigens eben diesen Miniboss gehabt, dieses Chamäleon und ja, fertig, fertig. Und da ist wieder dieses Chamäleon. Da ist das Problem, es kann natürlich verschwinden, weil Chamäleon. Und wenn es dann verschwindet, ja, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich, dass es möglichst immer nah bei uns bleibt, um möglichst viel Schaden innerhalb von kürzester Zeit reinzudrücken. Okay, so Caveman DCG meint noch eben, es gibt halt zwei Soundtracks, Soundtrack A, den man gerade hört, und Soundtrack B. So, und da ist der Boss down. Area Boss crushed, also es gibt, also, um das mal nochmal zu verdeutlichen, es gibt Area Bosses und es gibt die Endbosse. So, Kevin DCG hat jetzt darauf geachtet, dass er genug Lebensenergie hat, um halt diese Rampe hochzudashen. Er braucht jetzt, glaube ich, noch ein bisschen P-Energie. Ja, er hat jetzt wieder den Boost drin. Also er hat jetzt genug Lebensenergie, um sich halt mit dem Boss anzulegen und ein bisschen der ist die Gottesanbieterin. So, die Gottesanbieterin. Wir werden hier ein bisschen mit Damage Boosts arbeiten, beziehungsweise auch sehr viel Schaden kassieren. Das brauchen wir, um möglichst viel Schaden dem Boss reinzudrücken. Und wir brauchen die perfekte Gelegenheit, um die Bombe einzusetzen. Noch ist es nicht so weit. Also wenn er gut ist, der Runner, dann skippt er die letzte Phase. Weil, wie üblich bei solchen Run-Gun, da ist die Bombe. Ja, perfekt. Dritte Phase geskippt. Yay! Ja. So, Stage 3 ist zunächst ein Autoscroller. Und wir nutzen halt diesen Autoscroller, um im Laufe dieser Stages ein bisschen Power einzusammeln. Die brauchen wir nämlich für das vierte Stage. Haben wir eigentlich irgendwelche Spenden gekriegt? Ich habe mir jetzt nur nicht geguckt gehabt, einen Moment. Ich schaue selber nach. Sorry. Weil aktuell gibt es da nicht viel zu sagen. Nee, keine deutsche Spende dabei. Okay. What was the name? Anonymous? Anonymous. So, wir schießen diesen Tank, indem wir einfach uns in die Ecke, auf die rechte Seite begeben und dann quasi von hinten drauf schießen. Das Gute ist, wir kassieren keinen Schaden und das Schlechte für den Boss ist, er kassiert umso mehr Schaden. Du meinst Panzer, nicht Tank. Kennen wir hier schon deutsche Community, ne? Ja, sorry, ich tendiere dazu, Anglizismen zu verwenden, wenn ich englische Runs kommentiere. Diese Hoverbikes oder Hoverbikes, die lassen generell sehr viele Peace droppen. Also diese blaue Kristall zum Beispiel, sehr viele Peace, also Power. Und die brauchen wir halt für später. Jetzt haben wir gerade den Boost-Modus drin, wodurch halt unsere Waffen extra stark sind. Okay. Boost-Phase vorbei.
FK, der Couch, lol. Caveman DCG, der hat einen schönen Humor. Ja, das ist er. So, Area Boss. Wir bleiben auf der rechten Seite stehen und feuern, was das Zeug hält. Das Gute ist, wir müssen nur ab und zu den Schüssen ausweichen. Und ansonsten sind wir halt sicher und können ihn halt sehr viel Schaden innerhalb von kürzester Zeit eindrücken. Wie man sieht, der Lebensbalken schmilzt so dahin. Er schmilzt so dahin. Ja, liegt auch daran, dass er Feuer benutzt, ne? Ja. Kyle, nur 30, warum redest du immer von wir? Du spielst doch gar nicht. Sorry, Redeangewohnheit von mir. Ich rede immer von wir, weil ich halt quasi mental mit auf der Couch sitze. Ich versuche dran zu denken, aber ich denke meistens nicht dran. Also wenn euch das stört, sagen meistens wir, auch wenn sie das Spiel selbst spielen und ihr nur zuguckt, heißt es trotzdem meistens wir. Das ist so eine Twitch-Angewohnheit. Man so wird damit euch mit einbeziehen. Ja. Das ist jetzt Stage 4. Meine ich? Nee. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Nee, ist immer noch Stage 3, glaube ich. Okay, diesen Tanks können wir zerstören oder wir können sie mit Grappling Hook überspringen. Wir haben jetzt sehr schön viel Power. Und wir können halt diesen Zug nach und nach auseinandernehmen. Also momentan gibt es jetzt nicht viel zu berichten. Es ist halt Standard. Also er sammelt fleißig Pi ein, weil wir brauchen das Pi, diese Power. Solange er kein Pi einsammelt. Lol. Oh, wir haben das Smartphone erhalten. Nice. Das sieht auch gut aus. Ab und zu diesen Raketen ausweichen. It's in Japanese. I assume it's like bad guys, right? That's like a pretty common one for video games. Get the bad guys? Yeah, I would say that's pretty common. The story is, I saw this game on like okay, der Greif. PlayStation-Spiel hätte auch auf dem Super Nintendo rauskommen können. In der Theorie, von der Grafik her auch noch. Jein. Also es sieht nach 16-Bit aus, aber sehr viele Sachen, vor allen Dingen auch die Anzahl an Gegner pro Screen und die Anzahl an Geschossen pro Screen, deuten halt wirklich darauf hin, das ist PlayStation. Weil die SNES bei aller Liebe hätte nicht so viele unterschiedliche Feinde und Geschosse gleichzeitig darstellen können. Okay, Guardian, das ist der Endboss. Der finale Boss des Stages. Es ist wieder wie üblich, wir schießen. Wir halten uns halt überwiegend am Bildschirmrand auf und ja, wissen, wann wir ausweichen müssen. Und ansonsten feuern wir, was das Zeug hält. Wir verwenden nicht die Bombe, jedenfalls noch nicht. Und nutzen halt überwiegend unsere Waffen wie den Flammenwerfer. Wobei, wie gesagt, wenn es auf dem Super Nintendo rausgekommen wäre, wäre der Mode 7 mehr verwendet worden im Hintergrund. Zum Beispiel. Ja, denke ich auch, aber das ist wirklich PlayStation. Ja, nee, ich sag ja auch nur, dass man es in der Theorie auch vielleicht okay, das ist jetzt die finale Phase. Ja, wir halten einfach drauf. Feuern, was das Zeug hält. Versuchen nicht allzu sehr getroffen zu werden und. Boah. It's the same pilot that I fought in level 1. Ja, an die Zuschauer, ich möchte euch den Spaß nicht verderben. Allerdings, wenn ihr zu viele Emotes spammt, kann es passieren, dass der Bot vielleicht euch mal timeoutet. Also bitte nicht zu sehr ausrasten. Ja. Wer von Google? Lol, wie Caveman DCG einfach so trocken kommentiert, wie wenig Leute bei ihm sind. Okay. Stage 4. So.
Das ist jetzt einfach nur versuchen, möglichst vielen Feinden auszuweichen. Dieser kleine Turm einfach draufhalten und fertig ist die Laube. Jetzt haben wir sogar zwei Smart Bombs, das ist sehr schön. Kleiner Damage Boost, um durch diesen Mech zu überwinden. Gut aus. So, wir haben noch gut Lebensenergie. Der Zwischenboss. This mini boss is harder than 90% of the actual bosses. This is probably like so. Da müssen wir jetzt erstmal nur draufhalten und gegebenenfalls den Angriffen ausweichen. Das Problem ist, diese Raketen, in diesem Fall lässt sich da sehr schwer den ausweichen. Diese Flammen hingegen, ja, ist am einfachsten. Für mich sieht der Boss irgendwie leicht aus wie so eine Krabbe. Vielleicht liegt das an dem... Das liegt... Okay, jetzt ist die... Jetzt kommt die zweite Phase. Das hat dann erinnert natürlich an... Okay, Smart Bomb gesetzt. Sehr schön. Und... Da ist er down. Ich glaube, er spielt auf dem Standardmodus. Quietschmürge. Skip that awful second phase. So, now guess what? So, eine kleine Aufstuhl, sag ich jetzt schon, eine kleine Aufzugfahrt. Ja, der berühmte Aufstuhl bei uns. Ja, ja. Wir müssen einfach nur die Feinde eliminieren und aufpassen, nicht allzu Lebensenergie, uns aufpassen, nicht allzu viel Lebensenergie zu verlieren. Ab und zu nutzen wir auch den Grappling Hook, um halt auf diese Plattform zu kommen. Wodurch wir halt diese Feind links und rechts eliminieren können. Diese Laserbarrieren sind unzerstörbar. Wir können da halt nur ausweichen. Ja, das ist so. Es ist nie perfekt. Es ist nie perfekt. Und ein, zwei Sekunden ist immer noch besser als nix. Allzu viel. So. Wie üblich, diesen Geschossen ausweichen und eliminieren und aufpassen, nicht selber getroffen zu werden. Kiel, das kann gerade momentan daran liegen, dass ich abgehackt bin, dass man da mein Internet wohl gerade meint, nicht gerade das Beste zu sein. Keine Ahnung warum. Ich habe laufendes Bild, anscheinend mein TS bei mir irgendwas rumzuschicken. Ja. So, das ist jetzt der Boss, kann man sagen, also es ist jetzt kein richtiger Boss. Ihr seht ja keine Lebensenergieanzeige, aber wir müssen im Prinzip immer nur hin und her laufen, den Geschossen ausweichen und gleichzeitig diese Geschütztürme zerstören. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen Swag, dass er halt an der Wand rumspringt. It's like a sadly underused mechanic in the game, the grappling hook. Like I feel like there could have been some really cool. So, der nächste Boss. But mostly it's just for playing around. Hat ein bisschen wenig Lebensenergie. So that's a good sign. Oh, also. Okay, aber der Boss ist einfach. Also wir springen auf den Arm und feuern auf diesen Kopf, sag ich mal. Dauerfeuer. Und ihr seht, wie wirklich diese Lebensenergie, also das sieht man dann in den Zahlen, dahin schmilzt. Jetzt wieder hin und her laufen, weiter feuern. Oh, ist halt sehr effektiv gegen Stahl. Ja. Hat eine PM-Statte im Moment? Da sehe ich es gerade. Ich habe also, ich weiß, dass auf Discord einiges los war. Ich schaue nach diesem Run rein. Und es kam eine Donation rein. Haben wir Zeit, oder? Ja, schieß los. Eine 5-Dollar Donation von Statico AI. Great works from everyone making this event happen. Also the real streamers, work on Rummel. Also German watchers make Veni happen. Danke dir vielmals. Okay, also in dieser Phase versuchen wir jetzt wieder ein bisschen Lebensenergie und Bomben aufzusammeln. Wobei, Bomben brauchen wir in diesem Fall nicht, weil wir haben ja schon zwei.
Aber die Lebensenergie hat jetzt nicht so wirklich geklappt. Also wir müssen diesen Tank zerstören, den können wir nicht skippen. Das haben wir auch eben gesehen. Und weiter geht es. Ah, wir haben den Boost drin. Nice. Oh, also, most levels have that little boost thing at the end. You can't take it into the boss. So, Bosskampf. So, wir müssen diese Bomben einsetzen. Sieht man auch schön. Die zweite Bombe ist ein bisschen tricky einzusetzen. Weil das wird, ist dann wirklich pixelperfekt. So, und da ist die Bombe. Und der Boss hat nicht mehr viel Lebensenergie. So, und da sind wir auch am Safe Spot. He had this elaborate setup that I couldn't be bothered to learn, so I just figured out that you start on this pixel. That was my contribution, laziness. Das ja, läuft langsam sehr schön. Sind seine HP aber auch nicht mehr so gut. Irgendwann wird er wahrscheinlich einmal einen Tod haben. Also, those big ja, das, also er kann auch Lebensenergie aufsammeln. Wir sind, es dauert auch nicht mehr lange und dann sind wir beim finalen Boss noch ein Stage und dann sind wir im letzten Stage, also vorletzte Stage kommt jetzt. Alright, and that's level 4. I'm alive, so that's pretty great. That's a great place to be in. Der Boost kommt, wenn man genug Power eingesetzt hat. Und Fister Caveman hat, sitzt immer in kurzer Hose da. Der ist da eisern. So, wir sind wieder in einem Autoscroller drin. Hey, Autoscroller. Und man sieht, Swag, er guckt überall hin, nur nicht auf den Screen, macht es gemütlich. Er hält eine Taste gedrückt. Ja, war einfach nur drücken und alles andere erledigt sich von selbst. Okay, jetzt sammelt er wieder Power ein. Und er hat wieder genug Lebensenergie, das ist auch sehr gut. I look forward to your runs more than any other at GDQ. I'll try to stop by your stream more often. Hope things are going well for you and I wish you all the best in life. You are a good man. Never forget that. Oh, wow, thanks. So. Really nice. Ah, ein bisschen Lebensenergie, sehr schön. Das erleichtert einiges. Jetzt versucht er noch das P einzusammeln. Ja, auch gut. We've got a ways to go, my friend. Like, there's a lot to this level. I can see. We have a $5 donation from Iggy Zig. It says, I love Caveman's runs. Okay, bist du ein Mario-Fan? So. Diese, weißt du, was das ist? Fliegende Eier oder was auch immer? Müssen wir natürlich zerstören, weil die sind im Weg. Aber das Gute ist, die droppen dann Items. Und das brauchen wir natürlich auch, weil Power, Lebensenergie, Bomben. We need no more power. I guess there's a, ah, mit den Bomben wird es ein bisschen kritisch. Also er muss zwei Bomben aufsammeln. Die braucht er dann für den Bosskampf. Aber noch, grüne, es gibt drei verschiedene Sorten von Ps und die geben halt unterschiedliche Anzahl an P-Punkten. Also jetzt das Grüne gibt halt 10, ich glaube die Gelben geben 1 bis 2 und die Blauen geben so 20, so. Das ist ein netter Boss, oder kein Boss, ein nettes Stage, wo wir im Prinzip diese Antriebsdüsen zerstören müssen. Und natürlich aufpassen müssen, dass die, ja, dass wir nicht getroffen werden. So, er darf hier nicht sterben. Ja, sonst dürft ihr den ganzen Autoscroller-Sektor neu machen. Nochmal, ja. Und er wird nicht sterben, meint er. Und der Grund, wieso halt diese Poweranzeige immer wieder runterzählt, ist, wir verwenden andauernd Power. Wir machen unsere Waffen dauernd stärker.
Wird gut aus. These are like really impressive looking robots that are impressive looking robots, ineffectual enemies. Nice. And they start shooting up here where they couldn't possibly hit me. And then they just die. I feel bad for them. Ja, momentan lässt sich nicht viel sagen. Ist ein bisschen Leerlauf. Wir sind fast am Ende. Das Auftauchen der Feinde ist jetzt nicht so sehr RNG, aber es ist RNG, was für Items man kriegt und wie halt die Geschüsse, die Geschosse sind, mit denen man es zu tun hat. Bad times are coming. But I did come up with something pretty creative. I don't need two full. Okay, er hat auch Bomben. Yeah. So I'm going to not grab that one. And just bring it with me for a little bit. Und er zieht dieses Life mit sich. Also er braucht es momentan nicht, aber er könnte es vielleicht brauchen. Lord Pilz, er ist kein RNG da. Es ist alles gescriptet. Naja, bis auf was für Items man kriegt und wie die Geschosse fliegen. Aber ja, ich meine jetzt aber halt von den Gegnern. Ja. So, das ist der Boss. Wir halten uns jetzt überwiegend in der Mitte auf und versuchen halt diese Antriebe zu zerstören. Okay, Bombe eingesetzt. Gondel 1 ist weg. Und die Gondel 2 ist dann auch gleich weg. So. Jetzt ist das die erstmal neue Sachen andocken lassen. Ja. Machen Dauerfeuer. Übrigens, wir können uns nicht rechts von dem. Nee, sorry. Wir können uns nicht links von dem Boss aufhalten, weil. Ihr seht dieses Gesicht in der Mitte von diesem Boss. Das feuert dann auf uns, wenn wir uns links aufhalten. Letzte Phase. Im Prinzip, wir halten uns nur rechts auf, weichen ein bisschen den Geschossen aus und zünden wahrscheinlich bei der nächstbesten Gelegenheit die Bombe. Weil ich das jetzt verstanden habe, hat er gesagt, das ist nur eine Panikbombe. Für ganz schlimm, wenn es schlimm sein sollte. Okay. Okay, es sieht halt gut aus. Ja, das sieht gut aus. Der ist der Boss down. So, jetzt kommt eine kleine Cutscene, die aber flott übersprungen wird, weil Cutscenes kosten Zeit und ja. Wir verstehen hier nichts. Ja. Jetzt kommt es zum sechsten Stage. Und der Stage ist ein einziger Bosskampf. Ja, das ist die Cutscene, Zwischensequenz, was auch immer. So, sobald wir uns wieder bewegen können, dashen wir erstmal zum Boss. If you've played, like, here's the thing, stick around on the stream until magical poppin happens and tell me that the final boss is not so. The same guy. Wie üblich hat der Boss verschiedene Phasen. Wir haben eine Bombe über und die werden wir gleich in der ersten Phase benutzen. So, benutzen die zielsuchenden Geschosse. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Kirby, aber weiß nicht warum. Ich achte gerade auf die Musik. Nein, das ist nicht Gunstar Heroes. Das ist Rapid Reload oder Gunstar Heaven.
Es, okay, das ist jetzt die zweite Phase. Diese Eisstacheln, da können wir einfach durch eine Linksbewegung ausweichen. Es ändert optisch an Gunstar Heroes, aber es ist nicht Gunstar Heroes. The key to this phase is to stay on the right side of the screen. Left side of the screen is a different story. It's a real attack if you're on the wrong side of the screen. So, das ist jetzt die letzte Phase. Und da müssen wir halt immer wieder diesen Kugelkreis ausweichen. Gute ist, wir wissen ja ungefähr, wann der auftaucht, wie der Boss halt agiert. Und wir halten einfach drauf. Und dann kommt bald die letzte Phase, die vierte Phase. Weil dieser Boss hat vier Phasen, keine drei, wie sonst. Bevor. Nein, das ist für die PlayStation. M213GER. Letzte Phase. Im Prinzip, wir müssen Dauerfeuer machen. Und dann wird die Bombe eingesetzt und müssen aufpassen, nicht einzeln getroffen zu werden, aber das ist ja kein Problem. Rollschuss. Jo. Oha. Ja. Da wurde er getroffen und der man sieht, der Boss macht Schaden. Caveman, don't die, don't die, don't die, don't die. Noch ist alles relativ safe, noch beschaffen. Es ist betaglich. Ja, ist nicht mehr viel. Ja, ja, ja. Ja, und da ist der Daumen. I was in control for all of that. It's not time, by the way, I'll let you know. It's an arbitrarily, look for his health bar, like the boss's health bar, when it disappears, that's time. Und Zeit. 31, 31, ich weiß jetzt nicht, was der BR war. Schau ich mal kurz nach. NZ Boys and Girls, it's hot. Ah, nee, kein. Alright, hey, I have an interview. Could you take care of that? Just unplug the PlayStation. Alright, cool. Alright. Whatever. Ja, das war Gunner 7. An excellent run by Cave. Dann kommt jetzt Contra.